Ja, wir wollen natürlich Horsch Live auch nutzen, um ein paar Insights zu zeigen. Also Insights, den Blick ins Unternehmen rein. Und wir haben uns da letztendlich als ersten Step den Bereich Ersatz- und Verschleißteile rausgegriffen. Ja, der Arbeitstitel, denke ich, ist ganz interessant. Eine Maschine ist nur so gut wie ihre Ersatz- und Verschleißteile. Ich würde das gerne noch ein bisschen erweitern, weil ich glaube, es geht vielmehr um den Service rundherum, dass Ersatz- und Verschleißteile geordert werden können, dass sie verpackt werden, dass sie zeitgerecht zugestellt werden. Ich glaube, das ist der Prozess dahinter. Und ich glaube auch, dass ihr da draußen das sehr, sehr gut kennt, die Situation, dass an einer Maschine tatsächlich mal was fehlt und ich dort eben schnelle Hilfe brauche, um weiterzukommen. Und genau diesen Prozess wollen wir uns jetzt in Schritt 1 anschauen, wie das im Unternehmen abläuft und dann in Schritt 2 im Live-Dialog zusammen mit meinem Kollegen Fabian Roth nochmal ein paar speziellere Fragen in dem Bereich klären. Ich wünsche ein paar interessante Einblicke ins Unternehmen. Ich hatte neulich einen Kunden am Telefon, welcher Ersatzteile bei Horsch bestellt hat. Den Prozess möchte ich mir anschauen. Mein Name ist Roman Scheller. Seien Sie gespannt. Servus Fabian. Hallo Roman. Grüß Horsch dich. Ersatzteilvertrieb. Richtig. Ich werde öfter vom Kunden gefragt und kann es nur so weitergeben, wie sowas funktioniert. Kunde fährt zu seinem Horsch-Vertriebspartner, nimmt sich das Teil mit, weiter geht's. Angenommen, der Händler hat jetzt das Ersatzteil, Verschleißteil nicht auf Lager. Dann kommt ihr ins Spiel. Richtig. Wir letztendlich versorgen die Händler mit den Ersatzteilen. Das machen wir zentral hier aus Schwandorf heraus, grundsätzlich einmal. Und wir haben natürlich die Möglichkeiten über unsere Tochtergesellschaften weltweit. Dort haben wir auch entsprechende Lager, wo wir die Händler entsprechend versorgen. Der Händler schreibt klassisch eine Mail mit Bestellungen. Genau. Also er hat mehrere Möglichkeiten zum Bestellen. Einmal, wie du sagst, per Mail. Oder aber die bequemere Art und Weise, zum Beispiel mit EDI. Was ist EDI? EDI ist eine Schnittstelle zwischen dem Warenwirtschaftssystem vom Händler und unserem Warenwirtschaftssystem. Und der Vorteil ist letztendlich, die Datenübertragung findet elektronisch statt und du hast keinen manuellen Eingriff mehr und bist dann natürlich, hast keine Tippfehler oder andere Themen dazwischen. Von daher ist das eine gute Sache für sowohl für den Händler als auch für uns. So genannt die Win-Win-Situation. Richtig. International sowie national. Wie soll das aussehen? Wie sieht es aus? Kunde zum Vertriebspartner, Vertriebspartner ruft bei uns an? Genau. Der Vertriebspartner bringt die Bestellung zu uns rein, wie zum Beispiel eben schon erwähnt über EDI. Wir nehmen die Bestellung entsprechend entgegen. Wir verarbeiten die im System und die geht dann natürlich an unsere Logistik hier zentral in Schwandorf. Dort wird entsprechend die Ware gepickt und dann auch natürlich verpackt und geht mit dem Dienstleister, also mit einem Transportdienstleister entsprechend an den Händler oder halt auch an den Kunden. Cool. Die Aufträge, wie viel sind es? Kann man da so pauschal was sagen? Ja, also in der Hauptsaison sind es bis zu 500 am Tag. Krass. Angenommen, der Vertriebspartner hat einen Horsch-Kunden, der Maschine in der ersten Stunde fährt. Werden wahrscheinlich Teile dabei sein, die jetzt nicht für euch alltäglich sind. Wie geht ihr da vor, wenn so ein Auftrag reinkommt? Also wir eine Vielzahl der Teile haben wir auf Lager. Es gibt natürlich Teile, wie du es gesagt hast, wo wir einfach auch nochmal selber schauen müssen aufgrund der Spezifikationen. Dort nehmen wir einfach unseren Kundenservice, unseren technischen Kundenservice mit ins Boot und dann finden wir auch relativ schnell eine Lösung, wie wir da dem Kunden weiterhelfen können oder dem Händler weiterhelfen können. Ein Zusammenarbeiten im Prinzip, ET, genau. Vertrieb, Ersatzteilvertrieb und Service. Richtig. Ja, cool Fabian, hast mich auf jeden Fall weitergebracht. Ich weiß, wie ein Kunde zu einem Verschleißteil kommt, das jetzt nicht bei unserem Horsch-Vertriebspartner auf Lager liegt. Aber mich interessiert es jetzt noch, zum Service zu schauen, inwieweit die mich da aufklären können. Sehr gut. Dann viel Spaß noch. Danke, Fabian. Also bis Servus. Dann. Mach's gut. Ciao. Ja, hallo Wolfgang. Jetzt sind wir da im Kundendienst. Ich komme aus dem Ersatzteilvertrieb, weil es um ein älteres Teil geht, womit der Ersatzteilvertrieb jetzt ja täglich Kontakt hat. Und da hat der Fabian mich an Service weiterempfohlen, weil ihr da zusammenarbeitet, da greift eine Hand in die andere. Wie funktioniert es? Ja, Roman, da bist du bei uns im Kundenservice genau richtig. In so einem Fall schließt das Ersatzteilwesen mit uns kurz und wir suchen dann das Teil raus aus der Stückliste, aus dem Einzelteil, aus der Baugruppe.
Und wenn es notwendig ist, dann lassen wir was zerlegen oder bauen es sogar von der Maschine aus, damit der Kunde zu seinem richtigen Teil kommt. Okay. Und wie läuft es dann bei uns im Service? Wir haben dann, oder wie ist der Service allgemein bei uns aufgestellt? 100%iger Kundenfokus. Da wir sind wir eingeteilt in 3 Level. First Level für ersten Ansprechpartner am Telefon. Second Level, das sind die Betreuer der Regionen, der Länder. Da haben wir neue Mitarbeiter, die die Welt unter sich aufgeteilt haben. Und als Third Level Produktspezialisten, die dann tiefer in die Technik gehen. Mhm. Cool. Und der Ansprechpartner praktisch für das Ersatzteilwesen, die sind dann die Kollegen im Second Level. Das sind die Techniker, die die Bauteile in- und auswendig kennen oder noch weitere Wege wissen, um zum richtigen Teil zu kommen. Cool, Wolfgang. Das heißt, ihr beratet das Ersatzteilwesen, wenn es um ältere Teile geht. Und das Ersatzteilwesen gibt dann wieder den Auftrag weiter ans Logistikzentrum. Genau, so unterstützen wir da. Jawohl. Hast mir wirklich einen guten Einblick gegeben. Und jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. Vielen Dank. Das freut mich gerne. Jawohl, wir sehen uns. Letztes Jahr im Sommer habe ich einen unserer Zulieferer, unserer Hartmetallschare, besucht. Und das schauen wir uns jetzt an. Und hier im Hause Betek werden für unsere Kunden die verschleißfestesten Hartmetallspitzen, ich sag so Grubberschare und auch die Sähtechnik Verschleißteile gefertigt. Das ist richtig, Roman. Unter anderem muss man sagen. Also die Schare sind unsere wichtigsten Produkte im Bereich Agrartechnik. Aber ursprünglich steht der Name Betek für Bergbautechnik. Das heißt, wir machen hier mittlerweile über 40 Millionen Hartmetall-Verschleißwerkzeuge für verschiedenste Anwendungen. Unsere Produkte kommen überall da zum Einsatz, wo richtig schwere Bedingungen vorkommen, sag ich mal, für die harten Jungs. Da geht's richtig zur Sache. Ja, Tobias, und wie schafft ihr das, die robustesten, verschleißfestesten Scharspitzen zu fertigen? Das ist ein gutes Thema. Das ist eine Sache der Erfahrung. Betek besitzt fast 4 Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und der Herstellung von Hartmetall. Und wir befolgen dabei eine ganz spezielle Strategie, dass wir nämlich von der Entwicklung über die Beschaffung der Pulver aus dem Bergwerk bis hin zu den fertigen Hartmetallplättchen alles in unserem Hause hier bei Betek in Eichhalden tun. Das ist in der Branche sehr selten oder gar einmalig. Und es ist so, dass wir hierbei in der Lage sind, sehr früh auf die Kundenanforderungen schon im Entwicklungsprozess einzugehen und das eben in die fertigen Hartmetallplättchen zu überführen. Tobias, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bergbau und Pulver, wie hängt das zusammen? Gerne zeigen wir dir das jetzt. Du bist eingeladen auf einen Fertigungsrundgang mit unserem Produktionsleiter, dem Alexander. Cool, Alex. Freue ich mich drauf. Gehen wir los. So, jawohl, Roman. Schauen wir uns an, wie Hartmetall gemacht wird. Dann geht es hier schon los mit dem Rohstofflager. Wir haben hier unser Wolfram-Karbid, das wir lagern. Ja, Alexander. 1800 Tonnen Hartmetall werden von Betek jährlich produziert. Ist das alles eine Sorte oder wie ist das zu verstehen? Nein, also 1800 ist die Gesamtmenge im Jahr. Das teilt sich auf in unsere Qualitäten. Wir haben ca. 20 Standardqualitäten und so dann auch für jede Anwendung. Das heißt, für Horsch, für die HM Plus Spitzen gibt es eine eigene Rezeptur von euch für uns entwickelt. Genau, da geht es uns dann immer auf das Verschleißkriterium. Entweder die Härte, die das Hartmetall braucht, oder die Bruchzähigkeit. In dem Fall brauchen wir beides, aber dem abgestimmt die Rezeptur und die dann hier an dem Arbeitsplatz entsteht. Die Rohstoffe gehen ins Fass, hier haben wir die Mahlkugeln drin und mit der entsprechenden Mischung und der Homogenisierung dann auf dem Mahlbock kriegen wir die Qualität hergestellt. Cool, jawohl. Kommt der Koch, fügt die Rohstoffe zusammen und dann geht's zu den Küchenmaschinen. Sozusagen. Nach dem Ansetzer ist der nächste Prozessschritt des Mahlen. Das erfolgt hier in unserer Kugelmühle. Da ist zum einen das Homogenisieren des Guts und zum anderen das Mahlen, das Brechen von dem Gut. Das ist ein wichtiger Prozessschritt. Hier erreichen wir die Qualität vom Hartmetall, wie das Gefügebild nachher aussieht, dass man Bruchstabilität erreicht oder entsprechende Härte im Material herbekommt. Wie geht's weiter, Alex? Im Mahlfass ist eine flüssige Schlempe und die muss jetzt getrocknet werden. Warum getrocknet? Dass wir nachher beim Pressen für die Formgebung, da wir die Geometrie gestalten können, pressfähiges Granulat haben. Das ist dann wieder Wolframkarbid, Kobalt und Paraffin, dass es zusammenhält. So, nachdem wir jetzt das pressfertige Granulat haben, kommen wir hier zur Formgebung, das ist das Pressen. Mhm.
Das heißt, wir führen das Granulat der Presse bei, verdichtet dann mit zwei Stempeln, sodass wir dann die Teile, so wie wir sie geometrisch auch haben wollen, herstellen können. Interessant, das heißt, hier wird mehr oder weniger dem HM-Blättchen schon dieses Winkelhartmetall mit auf den Weg gegeben. Genau, richtig. Und zwar ist das jetzt noch der Grünling, der noch sehr einfach zu verbrechen ist. Ah, okay, ja. Aber man sieht es ganz deutlich hier schon, die passende Form. Genau. Und anschließend geht es jetzt dann weiter zum Härten. Das ist bei uns das Sintern als nächster Prozessschritt, wo man die Härte erreicht und ein dichtes Gefüge hinbekommt. Schauen wir es uns an. Gerne. Und zwar in unserem Sinterofen, das sind Prozessdauer über 20 Stunden. Da gehen wir dann auf Temperaturen von 1400 Grad. Da werden die Teile dann gebacken. Jawohl, fertig gebacken. Genau. Okay. Der Unterschied zwischen den Teilen sieht man recht schön an den Beispielteilen. Wir haben ein gepresstes Teil und ein gesintertes Teil. Wir haben einen Schwund von über 50% und haben dann final das Teil mit der Härte und der Bruchfestigkeit, wie wir es im Einsatz dann haben wollen. Okay. Können wir in so einen Ofen mal reinschauen? Wir nehmen die Ladung ja dann immer raus und jede Charge geht wieder ein Teil ins Labor, das wir hier am Standort haben, um die Metallurgie und das Gefüge nochmal zu prüfen, damit wir auch sicher sind, dass die Teile, die nachher verarbeitet werden, die richtigen Spezifikationen treffen. Labor, das müssen wir uns anschauen. Wahnsinn. Ich denke, mir wird einem sofort klar, dass hier Qualität oberste Priorität hat. Richtig, Qualität ist ein wichtiges Thema für uns und fürs Hartmetall im Generellen. Hier haben wir die Gerätschaften, hier sind wir gut ausgestattet, um die zu prüfen. Dann schauen wir uns aber auch Schliffbilder an, die hier vorbereitet werden. Und ein Kollege hat gerade eins unter dem Mikroskop. Wichtig am Schliffbild, man sieht sehr schön, dass das Material homogen ist, dass der Binder gut verteilt ist, dass man da keine Ansammlungen hat, dass das Material porenfrei ist. Das sind so die Charakteristika, die ein gutes Hartmetall ausmacht. Bevor man in Produktion geht, zeige ich dir noch eine Besonderheit. Wir haben hier ein Raster-Elektronenmikroskop, da sind wir recht stolz drauf. Also mit dem Gerät können wir Bilder 50.000-fach vergrößern und tief reinschauen, wie es der Kollege gerade macht. Was wir zusätzlich können, sind Elemente bestimmen, die sowohl in der Rohstoffe sind, als auch in der Gefüge, in der gesinterten Teile. Also bietet uns immens Möglichkeiten. Ah, ich kann unsere Rohteile, Stahlteile schon sehen, ja, genau. Genau. Das hier ist Stahlteil, was noch fehlt, ist Hartmetall vorne drauf. Das heißt, das bereiten wir hier jetzt vor für den nächsten Prozess, das Löten. Man sieht, wie die Hartmetallteile vorne auf die Spitze aufgelegt werden. Zwischendrin noch das Lot. Halbautomatisiert. Und dann wird das Ganze noch mit einem Flussmittel eingestrichen. Also hier haben wir jetzt den Lötprozess. Wie du gesagt hast, vorne ist vorbereitet worden, wo wir es zusammengelegt haben. Und hier sieht man jetzt auch recht schön, wie man es heiß glüht über einen Induktor. Und seine Aufgabe ist jetzt dann noch, das Hartmetallteil richtig zu positionieren, dass es dann nachher auch der richtige Sitz hat. Und dann wird es hochgeheizt auf über 1000 Grad, wo wir dann die Verbindung zwischen Lot, Hartmetall und Stahl herbekommen. Das heißt, jede einzelne Scharspitze wird per Hand nochmal abgestimmt für die höchste, maximale oder beste Qualität. Genau. Alex, jetzt sind wir doch eigentlich durch. Wir haben das Hartmetall produziert, haben das Hartmetall aufs Stahlteil aufgelötet. Eigentlich sind sie versandfertig für den Kunden, die Teile. Ja, nicht ganz. Uns gefallen sie nicht. Wir haben hier hinter uns dann eine Strahlanlage, wo sie aufgelegt werden. Dann haben wir den Sandstrahlprozess. Und dass wir schöne Teile haben, kommen sie hier nachher so raus. Und jetzt können wir sie versenden. Die Kosmetikstation, die Schokoglasur auf unseren Kuchen. Alex. Muss alles passen. Hey, da sind ja noch viel mehr Horschverschleißteile. Jawohl, beispielsweise wie es ULD Plus Schar. Da hinten sehe ich die Cruiser 5 cm HM Schare und zu guter Letzt unsere bewährten HM Flügel für unsere Multimix Scharsysteme. Genau, die alle den gleichen Produktionsprozess durchlaufen. So Roman, jetzt haben wir geguckt, wie es hergestellt wird. Das war meine Expertise, jetzt will ich noch was über das Produkt wissen. Ja,
Da haben wir unser produziertes Baby, unseren Kuchen. Ich kann alle Merkmale wiederfinden. Wir haben hier unser Winkelhartmetall. Winkelhartmetall bewusst, um die Scharspitze vor großen Schlägen zu stützen, vor dem Brechen. Dann hier unser Hartmetall eben, wo wir sagen, ja, wir schützen den kompletten Stahlkörper. Und dann, wenn wir hier nach oben gehen, eben unsere Leitblechüberdeckung. Das heißt, unser Leitblech wird hier hinten überdeckt, um die dreifache Standfestigkeit des Leitblechs zu haben. Gesichert ist das Ganze mit zwei Schrauben, um eben keinen Stahlkörper bzw. keine HM-Plus-Spitze verlieren zu müssen. Das Ganze ist kombiniert mit den von uns vorgegebenen Geometrien, um besten Mischeffekt im Feld zu haben und optimierten Zugkraftbedarf zu erreichen. Alles in allem optimales Produkt. Die Teile sind fertig, dann können wir sie verpacken. Man sieht hier Endkontrolle nochmal. Wie viele tausend Teile verlassen hier das Werk pro Tag? Am Tag sind es ca. 170.000 Teile, die hier rausgehen. Und da hätte ich gesagt, ein Satz, den ich direkt jetzt einlade und mitnehme. Zum Kunde bitte. Jawohl, so machen wir es. Ja, Alex, informativer, wahnsinnig interessanter Tag. Unglaubliche Fertigungstiefe bis in alle Teile. Genau wie die komplette Bodenbearbeitungssparte der Firma Horsch. Ich bin begeistert. Premium-Produkte für Premium-Landtechnik-Hersteller. Jawohl. Roman, mir hat es Spaß gemacht, dir die Produktion zu zeigen. Ich denke, das zeigt, was dahinter steckt, hinter den Produkten. Wir liefern Qualität, wir stehen da dafür. Und so wünschen wir dann euch viel Spaß mit den Teilen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. So, ich bin immer noch am Erforschen, wo letztendlich unsere Teile herkommen. Als Ersatzteilwesen der Service widerspricht vom Logistikzentrum. Alois, was kannst du mir dazu erzählen? Genau, Roman, du bist hier genau richtig. Wir sind hier im Leitstand des Logistikzentrums, des Ersatzteillagers. Mhm. Hier laufen alle Aufträge zusammen, die im Ersatzteilvertrieb angelegt werden. Krass. Alle Aufträge heißt, Tochterfirmen bestellen bei uns Ersatzteile. Ihr aus dem Ersatzteilvertrieb kriegt ihr die Nachricht, für eine Tochterfirma muss eine Lieferung rausgehen. Genau, das gilt für Tochterfirmen, gilt genauso für die Händler. Das heißt, alle Ersatzteile, die Horsch Maschinen GmbH verlassen, gehen hier in unser Logistikzentrum. Cool. Und Leitstand, wie der Name schon sagt, sicherlich, hier wird das alles organisiert, die Aufträge dann weiterverarbeitet. Genau, man sagt, hier werden die Aufträge gesteuert. Mhm. Die gehen teilweise werden sie ins Hochregal gesteuert, in das Automatiklager und teilweise gehen sie in ein manuelles Lager. Automatiklager, ich schaue da auf deine oder auf die Bildschirme, drei Stück. Das obere sieht schon ein bisschen so aus nach dem Hochregal. Genau, ganz oben ist die Visualisierung des Hochregallagers. Da sieht man schon die Behälterlager und die Palettenlager. Mhm. Und auf den beiden unteren Bildschirmen haben wir die Aufträge, dass die verteilt werden auf die einzelnen Anlagen. Cool, Behälter, Palettenlager, das klingt interessant. Können wir uns das anschauen? Natürlich können wir da hochschauen. Vielleicht ein paar Informationen vorher. Mhm. Wir haben ungefähr 28.000 verschiedene Ersatzteile hier im Ersatzteillager. Mhm. Davon liegen knapp 25.000 im Automatiklager. Die anderen gut 3.000 liegen im manuellen Lager. Das sind oft sperrige, große Teile, die halt nicht ins automatische Lager passen. Automatiklager funktioniert komplett autonom? Es geht sehr autonom. Wir haben uns aber da oben jetzt anschauen. Cool, machen wir. Okay, gut, los. Passt. Okay, Roman, jetzt sind wir angekommen in unserem Hochregallager. Wir stehen hier auf dem Besuchersteg in der Hochregalhalle. Die Halle ist 60 Meter lang, 30 Meter breit und 15 Meter hoch. Krass. Und hier drin haben wir unsere zwei Lagerbereiche. Mhm. Hier das automatische Palettenlager und hier hinter mir das automatische Behälterlager. Palettenlager, ich sehe schon, Hubzylinder liegen da drin, auch andere Teile. Ganz einfach die wahrscheinlich nicht in das Kistenlager. Genau, da sind schlussendlich alle Teile drin, die halt für die Behälter zu groß sind, aber noch in eine Europalette passen. Und da, das funktioniert auch, wie du gesagt hast, komplett automatisch? Es geht vollautomatisch, genau. Hier sind 5000 Paletten stehen im Lager drin, mit zwei Regalbediengeräten. Das sind sowas wie vollautomatische Stapler. Die bringen die Teile raus an den Kommissionierplatz, wo sie entnommen werden können. Und die Geräte schaffen ungefähr 55 Paletten pro Stunde. 55 Paletten pro Stunde, da ist Kapazität vorhanden, ja? Ja, ist aber noch eher wenig im Vergleich zu dem, was das Behälterlager macht. Mhm. Im Behälterlager haben wir 24.000 Stellplätze und auch wieder zwei Regalbedinggeräte. Die schaffen aber pro Gerät 125 Behälter pro Stunde, also 250 Behälter in der Stunde, können wir insgesamt aus dem Regal auslagern.
Und in dem Lager, was ist da, Schrauben oder? Da geht es wirklich von der kleinsten Schraube, Mutter, Aufkleber bis zu Teilen, die so in der Größe sind. Die Behälter sind 60 x 40 cm groß. Alles, was da reinpasst, ist da drin. Verrückt. Verrückt. Ich bin sprachlos. So, Alois, wo finde ich jetzt meine Scharschraube fürs Multimix-Schar? Die wirst du wahrscheinlich hier im Kleinteillager finden, weil sie von der Größe her natürlich in das Regal reinpasst. Mhm. Allerdings kann ich nicht genau sagen, auf welchem Platz diese Schraube sein wird. Mhm. Wir haben hier ein chaotisches Lagersystem. Das heißt, immer wenn der Behälter vom Kommissionieren zurückkommt oder neu eingelagert wird, sucht er sich einen neuen Lagerplatz. Okay. Und die sind natürlich so sortiert, dass die Teile, die man oft braucht, eher vorne, unten, in der Nähe des Ausgangs sind. Die Teile, die man selten braucht oder ganz selten braucht, einfach weit hinten oben sind. Das ist auch die Voraussetzung, dass wir diese große Leistung rauskriegen aus dem Lager. Dass einfach der Weg für die Teile, die wir oft brauchen, nicht so weit ist und die Teile, die sich langsam drehen, einfach weiter weg sind von der Ausgabestelle. Klar, wieder 100% an unsere Kunden gedacht, schnell und effektiv. Genau. Perfekt. So, Alois, da sieht es nach Kommissionierung aus. Genau, das hier ist der Arbeitsplatz, an dem die Teile vom Lagerbehälter in den Auftragsbehälter kommen. Okay, Auftragsbehälter, wie ist das zu verstehen? Die Leute, die da arbeiten, sehen den Auftrag oder was sehen die? Die sehen eigentlich nur, welches Teil sie aus welchem Behälter nehmen müssen und welchen Behälter sie es reinlegen müssen. Jeder Auftragsbehälter ist praktisch das Gegenstück zu dem, was sie im Ersatzteilvertrieb unten als Auftrag angelegt habt. Ah, okay. Sprich, Teile kommen raus, die wissen ganz genau, welches Teil gewünscht wird, geben das in den Auftragsbehälter und dann geht der vor zur Verpackung. Genau. Cool. Jawohl. Ja, und wenn ich da hinschaue, Alois, sehe ich, da oben sind so rote Lichter drin, die immer, da hinten sieht man sie jetzt, immer in ein Fach schauen. Was hat das? Genau, es gibt sogar zwei Systeme mit Lichtern. Mhm. Das ist einmal hier am Lagerbehälter. Das nennt man Pick by Light. Das heißt, das Licht zeigt dir genau an, aus welchem Teil des Behälters du was entnehmen musst. Das ist einfach ein System, um zu unterstützen, dass kein falsches Teil kommissioniert wird. Unsere Leute können auch nicht alle Teile auswendig kennen. Klar. Deshalb haben sie diese Lichtsteuerung. Mhm. Zusätzlich noch ein Bild am Bildschirm von dem Teil, damit wir sicher gehen können, dass der Kunde auch das richtige Teil kriegt. Ja, und verständlich, dass natürlich nicht beispielsweise Kleinteile, Schrauben alle in einer Kiste sind, sondern dass man das logisch 5, 6, 7 bis zu 8 Fächer, glaube ich, in die Kiste. Genau, es sind 8 Fächer pro Kiste und jedes Fach kann auch angeleuchtet werden. So weiß der Kommissionierer genau, aus welchem Fach der Kiste was entnehmen soll. Cool. Und genauso haben wir es auf der anderen Seite, das heißt dann Put-to-Light-Steuerung. Mhm. Das heißt, damit das Teil auch in den richtigen Auftragsbehälter kommt, ist auch hier nochmal eine Lichtsteuerung, damit der Kommissionierer genau sieht, wo er welches Teil reinlegen soll. Krass. Sprich hier das Rote, wo er es rausnehmen muss und auf der anderen Seite Rot, wo er es reinpacken muss. Genau. Verrückt. Ja, die Teile sind jetzt ausgelagert aus dem Lager. Der nächste Schritt. Genau, ist eigentlich schon fast der letzte Schritt. Mhm. Geht ans Verpacken. Die Teile werden aus dem Auftragsbehälter oder mit dem Auftragsbehälter dieses Regal rübergebracht. Mit dem Scanner wird sichergestellt, dass die gleichen Teile auch zusammengehören, die in den Auftrag kommen. Aha. Dann geht es von diesem Regal weiter an den Packtisch, wo der Kollege hier schon die Teile verpackt. Aha. Kommen aus dem Auftragsbehälter rein in den Karton, mit dem dann auch verschickt werden. Cool. Das heißt, hier drüben wird dann nochmal abgescannt darüber. Und was wird abgescannt? Der Auftrag oder? Die Kistennummer. Ah, die Kistennummer. Dass die Kisten, die für einen Auftrag gehören, falls es mehrere Kisten für einen Auftrag jetzt, auch zu einem Auftrag zusammenfinden. Ah, okay. Und dann wird hier verpackt und versendet. Genau, belabelt, gesammelt und dann jeweils abends kommen die Abholfahrzeuge der verschiedenen Logistikdienstleister oder auch die Selbstabholer und nehmen die Teile mit. Perfekt. Cool, Alois. Auch nochmal ein entscheidender Prozess in der ganzen Lieferkette. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war wahnsinnig interessant. Auch hier steht, denke ich mal, ja, Qualität an erster Stelle. Danke fürs Zeigen und hat mir Spaß gemacht. Ja, habe ich gerne gemacht. Ich glaube, dass für unsere Kunden auch ganz interessant ist, hier mal einen Einblick an Stellen zu kriegen, wo sie vielleicht bei der Werksführung nicht hinkommen, aber doch einfach sehr nah am Ersatzteilgeschäft, an den logistischen Prozessen ist. Cool, gerne. Danke dir. Dann bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Servus. Ja. Sehr geehrte Zuschauer, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, Ihnen mal die einzelnen Prozesse über den Ersatzteilvertrieb, Service bis hin zur Logistik zu zeigen, Sie mitzunehmen auf Einblicke, wo man als normaler Besucher nicht hinkommt.
Ich hoffe, Sie bleiben uns weiter im Programm treu und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ja, Thema Ersatz- und Verschleißteile. Ich glaube, es ist unheimlich interessant, mal den komplexen Ablauf dahinter live zu sehen, da ein bisschen Einblick zu bekommen. Ich freue mich jetzt hier im Studio, meinen Kollegen Fabian Roth begrüßen zu dürfen. Fabian ist hier bei uns im Bereich Ersatz- und Verschleißteilvertrieb beschäftigt und ja, lenkt dort und hält die Fäden in der Hand. Ich glaube, so kann man es sagen. Fabian, ich habe ein paar Fragen bekommen. Ich möchte gerne mit der ersten starten. Wir sind ja als Unternehmen so aufgestellt, dass wir hier in Schwandorf Bodenbearbeitung, Sätechnik machen, in Landau Pflanzenschutz. Hm. Wie sind wir denn da ersatz- und verschleißteilmäßig aufgestellt? Hm. Also es ist natürlich so, genau wie du es gesagt hast, wir beziehen natürlich unser Know-how und unser Wissen aus den jeweiligen Produktionswerken dort und natürlich auch in der Ersatzteilversorgung haben wir die entsprechenden Leute, sowohl natürlich als hier vor Ort, als natürlich auch in Landau. Und es ist ein im Fluss, ich sage jetzt mal, der Austausch zu den Themen und wir beziehen natürlich die Teile dann speziell auf deine Frage auch natürlich aus Landau, die kommen dann direkt zu uns hierher ins Zentrallager. Ja, jetzt sind wir schon bei den Teilen. Ich kann mir vorstellen, Corona hat dich die letzten Monate im Speziellen oder den ganzen Bereich auf Trab gehalten. Ja. Wie sieht es denn da aktuell aus mit Teileverfügbarkeiten? Ich glaube, das ist kein spezielles Thema von uns, sondern es ist weltweit momentan eine sehr gespannte Lage. Wir müssen sagen, wir kommen sehr gut durch. An der einen oder anderen Stelle wird es natürlich einfach ein bisschen eng, aber wir haben die Lage ganz gut im Griff. Das heißt, die Kunden können sich darauf verlassen, in der Saison ihre Teile zu bekommen, die sie brauchen? Davon gehen wir aus. Genau, okay. Ja, Sie sehen, hier im Unternehmen setzt man natürlich extrem viel dran, um auf der einen Seite natürlich sehr haltbare Maschinen zu bekommen, auf der anderen Seite natürlich im Fall des Falles auch ganz, ganz schnell reagieren zu können und das letzten Endes auch über die Corona-Lage hinaus. Fabian, an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank für den Einblick, für den sehr intensiven. Ja, und ich wünsche weiterhin viel Spaß und bin hier zurück um 15 Uhr für den Bereich Hybridlandwirtschaft.